zur Pressekonferenz nach dem 21. Spieltag. SV Recklinghausen gegen den Wuppertaler SV. Ich grüße den Gästetrainer Ersan Palatan zu meiner Linken, unseren Cheftrainer Farah Tuchel zu meiner Rechten, zu dieser Pressekonferenz sowie alle Vertreter der Presse hier im Raum. Ja, der SV Recklinghausen verliert das Spiel 0:4 gegen den Wuppertaler SV. Und dann bitte ich direkt auch meinen Gästetrainer um sein Statement. Ja, hallo natürlich auch von meiner Seite. Wir sind erleichtert, sehr froh und glücklich, dass wir hier eine sehr souveräne Partie an den Tag gelegt haben. In der ersten Halbzeit war das ein Spiel auf Augenhöhe bis zum 1-0. Und ich muss sagen, dass wir nach dem 1-0 schon die bessere Mannschaft waren und uns auch mit dem richtigen Zeitpunkt das Momentum einfach genutzt haben, in die Kabine 2-0 in Führung zu gehen. Und danach war aber trotzdem die Art und Weise, wie wir es dann zu Ende gespielt haben, dass wir noch hoch angelaufen sind und immer wieder den Gegner auch vor Probleme gestellt haben, viele Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte hatten, war das ein Spiel, was wir sehr souverän, sehr gut bis zum Ende dann durchgespielt haben. Nochmal Kompliment an die Mannschaft, dass wir auch zu Null gespielt haben. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir haben uns auch in viele Bälle reingeworfen, nicht uns darauf ausgeruht, dass es 4-0 für uns steht, sondern alles dafür getan, dass wir hier zu Null spielen. Und auch nochmal in die Einwechslungsspieler, die wirklich ihre Sache wieder sehr gut gemacht haben, wo Tom Gerkens verlässt, raus muss, Adai Ercan aus der Kalten ins Spiel kommt. Und das zeichnet denn unsere Mannschaft jetzt in den beiden Spielen aus. Das müssen wir beibehalten und die Gier, die wir heute auch an den Tag gelegt haben, wollen wir fortführen. Und deswegen sind wir da auf einem guten Weg und froh und erleichtert, hier natürlich die 3 Punkte mitnehmen zu können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an unseren Gästetrainer Farah. Dein Statement zum Spiel. Ja, auch von mir ein Hallo und Glückwunsch an den Wuppertaler SV. Ich glaube, die ersten 25, 30 Minuten waren wir spielbestimmender. Ich glaube, dass wir Wuppertal vor große Probleme gestellt haben, weil ich das Gefühl hatte, dass wir richtig gut im Spiel waren und bis zum 1-0 hatten wir trotzdem gesagt, dann wurde das Spiel ein bisschen offener, trotzdem gesagt, dass wir dabei behalten wollen und dann kriegen wir dann das Gegentor kurz vor der Halbzeit, wo du mit 0-2 in die Kabine gehst, wo du eigentlich relativ gut im Spiel warst, kommst dann raus, haben ein bisschen was geändert von der Grundformation her, haben dann direkt den Lattenschuss durch Ramin, der geht dann auch nicht rein und kommen dann auch relativ schnell das 0-3. Dann war es natürlich auch noch schwer, gegen so eine erfahrene Mannschaft dann nochmal zurückzukommen. Haben aber, glaube ich, nicht aufgesteckt und dann hat es halt Wuppertal ganz gut runtergespielt. Und trotzdem haben wir gesagt, wir wollen trotzdem weiter nach vorne spielen, aber ohne, dass wir jetzt allzu große und viele Tormöglichkeiten hatten, bis auf da, wo Wuppertal noch auf der Linie gerettet hat. Aber ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir viele Aktionen gehabt, wo wir gut durchgebrochen sind, wo der letzte Ball einfach nicht ankam. Und ich glaube, wenn wir in der Phase das Führungstor schießen, dann kann das Spiel anders laufen. Aber ich glaube, das lag dann so ein bisschen auch an uns, dass wir den letzten Ball, wie gesagt, nicht am Mann bekommen haben, gerade in den ersten 25, 30 Minuten. Dann hat es halt Wuppertal gezeigt, dann halt mit ihrer Effektivität, dass sie da auch schnell in Führung gehen und dann halt souverän auch runterspielen. Ich wünsche dem WSV weiterhin alles Gute und eine gute Rückfahrt und wir sehen uns dann beim nächsten Heimspiel. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch an dich. Gibt es seitens der Presse noch Fragen an die beiden Trainer? Da vorne, ja. Eine Frage an Herrn Palatan zur Verletzung von Tom Gerkens. Kann man da schon was sagen? Jetzt kurz nach dem Spiel kann man natürlich nichts dazu sagen. Ist ein bisschen dick geworden am Knöchel. Ich weiß jetzt nicht, ob es da ein Schlag gegen war oder umgeknickt ist. Ich hoffe mal, dass es nicht so schlimm ist, ja, und wir werden es halt abwarten müssen. Ist natürlich schade für den Jungen, den wir ja vor kurzem verpflichtet haben, der im ersten Spiel sehr gut das gemacht hat, heute sich viel vorgenommen hat. Hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist und kann halt momentan wirklich nicht dazu sagen. Sonst noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schauen wir noch kurz auf den Spieltag, auf die anderen Ergebnisse. Wegberg B gegen Bocholt 0:2, Paderborn 2 gegen Aalen 2:2, Wiedenbrück gegen Köln 3:1, Felbert gegen Düsseldorf 0:5, Lippstadt Gütersloh 1:2, Aachen Oberhausen 3:1 und Schalke 2 gegen Gladbach 2:0. Ein Blick auf die Tabelle. Der SV Recklinghausen befindet sich auf dem 10. Platz mit 28 Punkten. Und unsere Gäste stehen auf dem 3. Platz mit 37 Punkten. Und sonst gilt noch zu sagen, vielen Dank. Wir sehen uns dann beim nächsten Heimspiel am 24.02. wieder. Schönen Samstag noch. Ciao.